So, schönen guten Morgen von der Firma SystemR. Wir möchten heute ein Online-Webinar halten über Entrauchung. Sie können jederzeit Fragen stellen. Wenn die passen, werden wir sie auch direkt beantworten. Ansonsten haben wir hinterher noch eine Fragestellung, eine Möglichkeit nach einer Fragestellung nach den Vorträgen. Dieses Seminar wird online aufgezeichnet und wir freuen uns auch gern über Ihre Fragen. Zu meiner Person: Ich bin 60 Jahre alt, seit 2017 bei der Firma SystemR, bin Applikationsmanager für Brandschutz, aber eben auch für den Vertrieb zuständig. Das heißt, ich komme auch auf Baustellen raus, gucke mir Brandschutzkonzepte an, bin auch Fachplaner für vorrangigen Brandschutz und war 29 Jahre im Außendienst. Jo. Zur Agenda: Gesetzliche Grundlagen im Baurecht. Das müssen wir leider machen, aber wie gesagt, das ist halt die rechtlichen Grundlagen und wenn man die halt nicht richtig macht, dann gefährdet man unter Umständen eine Bauartgenehmigung für das oder eine Abnahme für das Bauvorhaben. Dann gehe ich ein auf die MVVTB, Musterverwaltungsvorschrift technische Baubestimmungen, Punkt Entrauchung. Dann haben wir die 12.1.1 Teil 8. Wir haben jetzt ja seit 2014 EU-Recht. Seit 1974 gab es erst die erste Prüfzeichenpflicht für Brandschutzklappen. Da hat man lange noch nichts von Entrauchungsklappen gehört, hat das DBT ausgestellt. Hier war es so, dass man so in den 80er, 90er Jahren mit einer sogenannten Feuerwehrschaltung gearbeitet hat. Feuerwehrschaltung waren, die Brandschutzklappen hatten Motor, dann hat dieses Thermoelement ausgelöst und bei 72 Grad, dann hat die Feuerwehr einen extra Schalter bekommen, um der Brandschutzklappe wieder Strom zu geben. Und dann konnte eben, wie gesagt, über diese geöffnete Klappe, auch mit Schlüsselgewalt der Feuerwehr, eben doch eine gewisse Entrauchung stattfinden. Aber wie gesagt, nur bis 100 Grad. Und wenn man den Zeitfaktor benennt von 72 Grad, wann die Klappe ausgelöst hat, bis 100, Metall ist ein guter Wärmeleiter. Also eigentlich war das überhaupt keine Entrauchung. Da ist man auch irgendwann draufgekommen und hat dann eine neue Norm eingeführt, 18232. Die 18232 sprach dann von 300 Grad 25 Minuten. So, dann sprechen wir über Einsatzfälle, Entrauchungsklappen. Wann brauche ich sie? Für Abluft ist erstmal der wichtigste Part, aber nicht weniger wichtig ist auch die Zuluftnachströmung. Hier werden auch immer wesentliche Fehler gemacht, weil man dann Brandschutzklappen einsetzt. Und dann ist eben die Gefahr einer Nachströmung, wenn ich natürliche Nachströmung habe, dann ist das in Ordnung. Wenn ich aber, ich sag mal, eine Nachströmung habe, auch mit Brandschutzanforderungen, dann ist hier das die große Gefahr, wenn ich Brandschutzklappen stattdessen eingehe, dass die zugehen und dann kriegen sie unter Umständen die Flucht- und Rettungstür nicht auf. Oder sie haben so viel Druck drauf, dass Leute erschlagen werden, wenn sie die Tür öffnen. So, dann möchte ich Ihnen unser Programm Entrauchungsklappen von SystemR vorstellen. Wir haben tatsächlich die meisten Entrauchungsklappen auf dem Markt, sowohl aus Calciumsilikat als auch aus Blech. Das ist auch ein Kostenfaktor, da werde ich dann dazu noch was sagen. Und dann haben wir noch ein paar Beispielfilme, wo man eindrucksvoll nochmal sieht, wie eben also die Hauptgefahr im Brandschutz oder Entrauchung ist eigentlich die Heißgase oder eben, wie gesagt, die Rauchentwicklung. Alle Stoffe haben zuerst, je nachdem, brennt es eben nicht gleich, weil die Entzündungstemperatur von diesem Stoff oder von irgendeinem Stoff nicht erreicht worden ist. Also es gibt eine Zündtemperatur, wo jeder Stoff sich automatisch entflammt oder entzündet, ohne dass ihn Funken bedarf. Aber was sie sofort haben, ist dann immer sehr große Rauchmengen. Ein Beispiel: eine Matratze, so eine Schaumstoffmatratze, wenn Sie die im Keller lagern, 10 Kilo Matratze, was kein ungewöhnliches Gewicht ist, ergeben 1000 Kubikmeter Rauchvolumen. So, Vorschriften. Also, wir haben für Brandschutzklappen Vorschriften 15650, die ist 2010 erörtert worden. 2012 ist sie dann in Deutschland eingeführt worden. Diese Vorschrift gilt innerhalb der EU.
Das heißt, die Prüfungen sind für alle gleich. Wir haben einen Prüfunterdruck im Brandraum. Vorher hatten wir einen Überdruck. Alle haben Hurra geschrien innerhalb der EU. Deutschland hat gesagt, das wollen wir nicht. Ist dann von der EU verklagt worden und musste das dann innerhalb von einem halben Jahr umsetzen. Die 1366-2, die befasst sich dann mit den Prüfbedingungen. Und die 12101 ist speziell neu eingeführt worden, eben für Entrauchungsklappen. Die 18232 hatte ich schon erwähnt, die ist seit 95 auf dem Markt. Was relativ wenige Leute kennen, ist die 15882. Das ist eine Norm, die befasst sich mit Feuerwiderstandsdauer von Brandschutzklappen. Kann man aber auch für Entrauchungsklappen nehmen. Da geht es um den Nasseinbau der Klappen und den Unterschied, den wir jetzt eben im Prinzip früher hatten, war, dass wir ja nur die Brandschutzklappen oder die Entrauchungsklappen F30, F60, F90 betrachtet haben. Mit EU-Recht hat sich das geändert. Jetzt wird immer das Baukonstrukt, die Decke oder der feuerwiderstandsfähige Kanal oder eben im Prinzip auch die Wand mit betrachtet. Und dann ist eben bei Test einfach rausgekommen, vornehmlich in der Decke, dass wir Riesenlöcher früher hatten. Da kommt jetzt eine Brandschutzklappe rein oder eine Entrauchungsklappe, die wird eingemörtelt und dann wird es warm und dann ist die im kompletten Einbaustein runtergefallen. Und deswegen gibt es eine Erweiterung der Feuerwiderstandsprüfung für Brandschutzklappe. Wie gesagt, das ist diese Norm hier. Ich habe die wesentlichen Punkte rauskopiert hier. Also eine Erhöhung der Fläche um bis zu 50% ist gestattet. Das heißt, wenn Ihnen ein Hersteller jetzt ein Einbaumaß gibt, dann kann man diese Mörtelfläche noch um 50% überschreiten. Wenn die Mörtelfläche dann noch größer ist wie die 50%, muss man Vorkehrungen betrachten, wie ich muss einen zusätzlichen Sturz einbauen, eine zusätzliche Armierung oder solche Sachen. Sehr interessant ist aber auch die Verringerung nach unten. Die Verringerung der Fläche ist jederzeit gestattet, sofern noch ausreichend Platz in der Wand oder Decke sich befindet. Also auf Deutsch, das Loch muss mindestens so groß sein, dass die Klappe überhaupt reinpasst. Ich sage mal, dass es umlaufend gibt es Spezialisten, da muss ich höherwertigen Brandschutzmörtel dann eben verwenden. Die würden sogar mit 10 mm auskommen. So, das ist eine sehr alte Folie, aber noch sehr treffend. Wir haben also die Argebau. Die Argebau ist so die Mutter aller Vorschriften. Dann haben wir die Musterbauordnung. Die ist eigentlich in den Ländern eingeführt dann als Landesbauordnung. Und in den 16 Landesbauordnungen gibt es einige Unterschiede. Also zum Beispiel anleiterbare Fenster sind in Bayern eher breiter wie höher, weil der Bayer halt kompakt ist. Haben die tatsächlich eine Begrenzung der Fenster mehr in die Breite. Und noch ein lustiger Aspekt, in 15 von 16 Bundesländern ist der maximale Laufweg von einem gesicherten Treppenhaus oder ins gesicherte Treppenhaus, von dem ungünstigsten Punkt im Gebäude oder ins Freie, 35 Meter. In Baden-Württemberg ist er 40. Könnt ihr dann einmal schneller rennen oder einmal mehr Luft holen. Also das ist halt so. Jetzt sind wir bei Gebäude besonderer Art und Nutzung. Jetzt muss man sich Folgendes vorstellen. Wir haben jetzt ein Krankenhaus. In einem Krankenhaus ist es so, sind die Leute demobil, die liegen meistens im Bett. Und was passiert, wenn ich jetzt hier einen Brand habe, dann was kann ich im Brandfall nicht benutzen? Das ist die Aufzüge. Dann haben wir ein Problem, dass die Leute dann rechtzeitig eben aus diesem Brandbereich rauskommen. Dann macht man eben die Flucht- und Rettungswege breiter und man setzt sogenannte Brandwände ein. Diese Brandwände haben dann eben nochmal einen ausreichenden Widerstand gegenüber der Standfestigkeit. Also im Test wird eine Stahlkugel, die eine Tonne wiegt, gegen diese Wand geschleudert. Bei einer Massivwand würde das ohne Probleme standhalten. Bei einer leichten Trennwand können Sie dann Ihren Kollegen grüßen. Das heißt, alle Brandwände in Leichtbauausführung werden immer eine integrierte Blechabdeckung haben. So, und dann werden die Leute eben evakuiert, das heißt mit den Betten rausgeschoben aus dem Brandbereich, dann macht man diese Türen zu, dann kann die Feuerwehr entweder eingreifen oder man kann diesen Bereich kontrolliert abbrennen lassen. So, dann haben wir zum Beispiel Schulen. Bei der Schule gibt es auch eine Besonderheit. Das heißt, Kinder dürfen über diese bauliche Drehleiter, die man hat, eben im Prinzip nicht gerettet werden, weil die halt auch schwankt, sondern es muss immer baulich zwei Rettungswege bei einer Schule erstellen. Und wenn ich dann halt ein Gebäude habe, wo ich dann im Prinzip zuerst vielleicht ein Büro habe
und dann daraus eine Schule mache, dann gilt auch die Bauartgenehmigung nicht mehr, dann ist es eine Nutzungsänderung und dann muss ich auch zwingend diesen baulichen Rettungsweg, den zweiten, erstellen. So, für mich einer der wichtigsten Paragraphen ist der Paragraph 3 Musterbauordnung. Bauliche Anlagen sind zu anzuordnen oder zu errichten oder zu ändern. Da wären wir bei der Nutzungsänderung oder instand zu halten, wären wir bei der Wartung, dass die öffentliche Sicherheit von Ordnung, insbesondere Gesundheit und Leben, nicht gefährdet werden. Hier ist es so, dass immer der Bauherr verantwortlich ist, der Bauherr für das Gebäude und dass in diesem Gebäude dann im Prinzip die Wartung richtig gemacht werden ist, aber verantwortlich ist immer der Betreiber. Und der Betreiber dann praktisch da, wo der Bauherr sitzt oder wo praktisch nicht wo der Bauherr sitzt, sondern da, wo das Gebäude sitzt. Da gelten dann auch die örtlichen Vorschriften. So, einer der meist unterschätztesten Paragraphen ist für mich der Paragraph 17. Da heißt, bauliche Anlagen müssen so beschaffen sein, dass die Entstehung eines Brandes und die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindert wird. So, was passiert denn, wenn ich jetzt eine Brandschutzklappe habe, die nur ein Thermoelement hat, die löst bei 72 Grad aus. Und wenn der Rauch sich an der kalten Kanalwandung abkühlt, dann geht der kalte Rauch durch diese Brandschutzklappe durch. Sie haben keinen Auslösemechanismus, der die Klappe schließt. Noch schlimmer ist, wenn Sie keinen Rauchmelder haben, der das feststellt. Im Minimum brauchen Sie einen Rauchmelder. Also das erste Konstrukt, was wir uns betrachten müssen, wäre, Sie haben Rauch von außen und diesen Rauch von außen, es brennt ein Fahrzeug, würden Sie über die Außenluftansaugung ansaugen und dann hätten Sie, wie gesagt, Rauchübertragung ins Gebäude rein, darf bis zum Lüftungsgerät stattfinden. Dann müsste entweder eine Rauchschutzklappe davor geschaltet sein, die zumacht, die braucht eine Verbindung mit einem Rauchmelder, mit DBT-Zulassung und die Minimumanforderung ist ein Rauchmelder in die Zuluft. Das habe ich gerade schon erzählt. Wie gesagt, bei Umluft ist es so, dass die Zuluft dann gegen Eintrag von Rauch aus der Abluft getestet werden muss oder überprüft werden muss. Und Brandschutzklappen mit Rauchauslösereinrichtung mit DBT-Zulassung, ganz wichtig, oder Rauchschutzklappen geschützt sind. Und wenn ich ein Rauchereignis habe, dann muss immer die Zuluftventilatoren müssen abgeschaltet werden. Hier sehen Sie mal eine Übersicht über Vor- und Nachteile von der Positionierung der Rauchmelder. Dann ist es so, also Minimum, habe ich gesagt, ist ganz unten in der Zuluft nach der Zusammenführung zwischen Umluft und Abluft und der Außenluft. Ist es so, dass Sie in der Zuluft Minimum einen Rauchmelder haben. Wenn der jetzt auslöst, wissen Sie aber nicht, ob der Rauch von außen kommt oder über die Abluft, über die Abluft ins Lüftungsgerät wieder reingeht und über den Kreuzwärmetauscher oder Plattenwärmetauscher kommt. Sie haben also kein Ereignis oder keine Unterschiede der Rauchquelle, weil Sie nicht wissen, wo es herkommt. Deswegen machen die meisten einen Rauchmelder in die Zuluft und in die Abluft. Wann macht es Sinn, einen Rauchmelder in die Außenluftansaugung zu setzen? Wenn Sie zum Beispiel einen Außenluftansaugkanal haben und dieser Ansaugkanal bedient 10 Lüftungsgeräte, dann setzen Sie einen direkt davor und schalten bei Rauchantrag dann eben die 10 Lüftungsanlagen ab. Brauchen dann aber zwingend noch einen in der Abluft. So, hier haben wir bauliche Anforderungen. Das ist aus dem VDMA-Einheitsblatt, Entrauchung im Baurecht. Wir unterscheiden zwischen einem natürlichen Rauchabzug. Das sind so kleine Luftmengen unter 50 oder 50 Kubikmeter oder auch die Fläche ist entscheidend. Ich sage mal bis 200 Quadratmeter kann man das machen. Und es geht auch die nächste Steigerung zwischen 200 und 1000 Quadratmeter. Und wie gesagt, es gibt ein paar Erleichterungen, dass man sagt zum Beispiel, also Schutzziel ist eben durch die Unterstützung der Feuerwehr. Ziel hier ist eben, dass die Rauchbildung, die ja so ist, dass sich die unter der Decke sammelt, immer heißer wird, dass dieser Rauchabzug gewährleistet ist und gegebenenfalls eine Nachströmung, entweder über eine natürliche Öffnung, über ein Fenster zum Beispiel, oder eben, wenn Sie eine Rauchabzugsanlage haben, im größeren Stil, dann eben über Nachströmflächen, zum Beispiel in der Tiefgarage, auch über die Rampe.
Oder wenn Sie eine Brandschutzanforderung haben, eben dann auch über Entrauchungsklappen in anderen Wänden. Wichtig ist, dass dann, wenn Sie verschiedene Rauchbereiche haben, immer das als Gesamtkonstrukt betrachtet wird, also als Gesamtkonstrukt der Anlage. Eine Besprinklerung kann eine Erleichterung sein, das heißt, ich habe zum Beispiel in der Tiefgarage eine Besprinklerung, schließe dadurch aus, dass ich Temperaturen eben heißere Grade habe, weil die Besprinklerung eben angehen und dann habe ich eben auch diverse Erleichterungen, die ich dann ziehen kann. So, hier sieht man mal so einen Rauchschutz oder ein Prinzip in der Entrauchung. Rauch geht thermisch immer nach oben. Links haben wir so eine natürliche Entrauchung, das heißt, am höchsten Punkt schaffen Sie eine Quelle oder eine Öffnung, wo der Rauch eben ausgeht. Sie haben irgendwo Ihren Rauchmelder sitzen, der dann eben auch den Rauch detektiert. Und wichtig ist, dass die Leute eigentlich dann von unten die größte Chance haben, hier dem Rauch zu entfallen, weil der Rauch eben thermisch nach oben geht. Und wenn Sie eine freie Nachströmung haben, dann sollte die von der Begrenzung her 2 Meter nicht überschreiten, weil sonst haben Sie Eingriff auf die Türöffnungskräfte und die dürfen eben 100 Newton nicht überschreiten, sprich 10 Kilogramm. Links sehen wir so eine maschinelle Entrauchung und auf der rechten Seite sehen Sie, dass im Prinzip die Leute dann eben entraucht werden kann und wir haben dann hier eben eine raucharme Schicht von unten. Die Zuluftnachströmung kommt immer nach unten, so dem unteren Drittel. Und die Heißgase werden im oberen Drittel abgesaugt. Von den Querschnittsgrößen muss man auch aufpassen. Oben die Abluft kann bis zu 12 Meter Geschwindigkeit erlauben, also Anströmgeschwindigkeit. Unten die Nachströmung, wie aus dem Thema, was ich gerade schon erwähnt habe, maximal 3 Meter. So, der wesentliche Unterschied zwischen einer Brandschutzklappe und einer Entrauchungsklappe ist folgendes: Eine Brandschutzklappe hat immer eine Sicherheitsstellung, die ist geschlossen. Das heißt, wenn ich einen Motor habe, sobald der Strom die Klappe unterbricht, fährt diese Klappe immer zu. Das heißt, ich habe ein Feuer, wenn ich ein Thermoelement habe, Klappe ist geschlossen. Meine Sicherheitsstellung ist dann dadurch erreicht. Bei einer Entrauchungsklappe habe ich diese Sicherheitsstellung nicht, sondern ich habe zwei Sicherheitsstellungen. Einmal die Sicherheitsstellung auf, da wo entraucht werden muss. Die Entrauchungsklappe geht auf und alle anderen Entrauchungsklappen, die vielleicht an dem Lüftungsstrang mit dranhängen, müssen zu bleiben, aber auch brandschutztechnisch zu sein und auch gesichert sein, dass da kein Rauch rausgeht. Ein noch wesentlichen Unterschied zwischen einer Brandschutzklappe und einer Entrauchungsklappe: Eine Entrauchungsklappe ist immer motorisiert, das heißt, die hat immer einen Motor. Da waren früher mal Federrücklaufmotoren drin. Haben wir jetzt nicht mehr, weil wenn dieses System mal läuft, das heißt, wir stellen uns Folgendes vor: Sie haben fünfstöckiges Gebäude. In jedem Stockwerk haben Sie eine Entrauchungsklappe sitzen. Auf der rechten Seite haben Sie jetzt oben einen Brandgasventilator. Das System ist normal geschlossen. Und jetzt würde im untersten Bereich ein Rauchereignis stattfinden. Dann machen Sie es so, dass die Entrauchungsklappe auffährt und der Brandgasventilator geht an. Und wenn jetzt durch ein zeitliches Verzögerung in einem zweiten Bauabschnitt, weil der Rauch thermisch nach oben geht und zum Beispiel nicht richtig vermörtelt worden ist, müssten Sie diese Klappe gegen die laufende Anlage aufschalten. Und das funktioniert eben nicht bei größeren Klappen, die sind dann bei dem Federrücklaufmotor einfach stehen geblieben. Und deswegen haben alle Entrauchungsklappen, egal von welchem Hersteller, einen revisierbaren Motor. Das ist ein Auf-zu-Motor mit einem sehr großen Drehmoment. Und dieses Drehmoment hat zum Beispiel bis zu 40 Newtonmeter. Und der kann eben gegen jede laufende Anlage auffahren. Das Einzige, wo Sie dann aufpassen müssen, ist, wenn der Strom weg ist, bleibt der Motor stehen, wo er ist. Und deswegen haben alle Entrauchungsklappen ein Funktionsankerkabel, im Minimum E30. So, hier habe ich mal die Musterverwaltungsvorschrift, technische Baubestimmung. Ist ja in Deutschland eingeführt, hat über 350 Seiten. Und da habe ich einfach mal nach Entrauchung gegoogelt. Dann haben wir hier auf der Seite 301 Zweck von Rauchabzugsanlagen und Rauchabzugsgeräte. Der Sinn ist einfach daher, dass das Gebäude, also Rauch, wie gesagt, tritt sofort in großen Mengen auf. Und wenn die Leute einmal durch diesen Rauch durch müssen, erwähne ich dann hinterher auch nochmal im Film, was da physikalisch abgeht, ist es so, dass man die Löscharbeiten erstmal durch die Feuerwehr unterstützt, aber gleichzeitig auch ermöglicht, dass die Leute ausreichend Zeit haben, um dieses Gebäude im Brandfall oder im Entrauchungsfall
das Gebäude verlassen zu können. Wie gesagt, es gibt Sonderbauorten und es ist immer so, dass es wesentlich auf die Fläche ankommt, was Sie entrauchen müssen, auf die Quadratmeter. Und dann brauchen Sie entweder eine maschinelle Abzugsanlage oder auch eine manuelle. So, wenn mehrere Geräte zur Rauchableitung zusammenwirken, wird das immer bauordnungsrechtlich als eine Einheit gebildet. So, und Verschlüsse von Öffnung zur Rauchableitung, zum Beispiel im Treppenhaus, sind keine Rauchzugsablagen, sondern im geforderten Sinn, zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe ein gesichertes Treppenhaus, dann habe ich hier gesichertes Treppenhaus, heißt die 35 Meter, die ich vorhin erwähnt habe, gelten dann eben nicht bis ins Freie, sondern bis so in dieses gesicherte Treppenhaus. Das gesicherte Treppenhaus hat einen Überdruck und durch diesen Überdruck wird verhindert, dass Rauch in dieses Treppenhaus reingeht. Und dann brauche ich jetzt hier entweder eine Nachströmung, die zum Beispiel überhalb vom Feuerwehraufzug ist, wenn jetzt zum Beispiel hier auch ein Brandereignis wäre. So, dann haben wir hier Bemessung und Planung. Wie gesagt, es ist immer entscheidend, was Sie für ein Bauvorhaben haben oder welche Quadratmeter Sie haben und dementsprechend legt man dann diese Lüftungsanlage aus. Wie gesagt, man kann einerseits die einschlägigen Regelungen der Norm 18232 hernehmen oder im Prinzip, ich sag mal, theoretisch sprechen Sie dann auch vom 20-fachen Luftwechsel, 10-fachen Luftwechsel, dass man ausreichend Luft eben im Prinzip absaugt und dementsprechend sind wir dann sofort bei großen Lüftungsanlagen. Kann auch mal 30.000, 40.000 Kubikmeter sein. Man wird das aber so machen, dass man dann immer das auf mehrere Klappen aufteilt, sodass ich einzelne Entrauchungsschichten habe, dass zum Beispiel der Rauch, der in der Tiefgarage kommt, dass man den durch sogenannte Jetventilatoren hin und her schiebt und vielleicht nur an zwei strategisch wichtige Punkte, wo man dann sagt, da kann ich meinen Rauch überdacht ziehen, dass ich hier dann eben sage, da wird dann mein Rauch hingeschoben und den sauge ich dann eben ab. Und wie gesagt, nicht weniger wichtig oder unwichtig ist dann im Prinzip die Nachströmung. So, zu keiner Zeit dürfen die Türöffnungskräfte, habe ich schon erwähnt, bei den Rettungswegen nicht mehr als 100 Newton sein. Wenn Sie das durch die 9,81 teilen, sind es dann eben diese 10 Kilo Türöffnungskraft. Zuluftöffnung haben wir schon gesprochen. Das, wie gesagt, durch das Nachströmen für die Entrauchung notwendige Zuluft kann man dann auch machen, dass man sagt, ich mache die Zuluftöffnung und das wäre dann eben die Rauchabzugsanlage. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe eine Besprinklerung oder ich sage, es soll die Zuluftöffnung der Brandschutzklappen im Prinzip mit genutzt werden, dann dürfen die aber nicht zugehen. Das heißt, diese Brandschutzklappen dürfen nicht motorisiert sein. Weil wenn der Strom von diesen Klappen weg wäre, dann ist die Funktion der Klappe ja nicht mehr gegeben und dann schließt sie. Das ist dann eben nur durch thermische Klappen möglich. Kann aber ein Widerspruch sein, wenn Sie eine Zuluftanlage haben, wegen Schließen der Brandschutzklappen gegen Feuer und Rauch. So, sofern ich jetzt maschinelle Rauchzugsanlagen habe, die können auch von Hand gesteuert werden. Also es gibt zwei Kürzel, das nennt sich MA, manuelle Aktivierung durch die Feuerwehr. Und es gibt auch eine AA, automatische Aktivierung. Ich würde als erstes immer die automatische Aktivierung vorsehen. Das heißt, hier muss man ja berücksichtigen, wie lange braucht die Feuerwehr, um überhaupt zu kommen. Wenn ich jetzt in der Tiefgarage ein Entrauchungsereignis habe, dann würde der Rauchmelder im Prinzip das System erkennen und würde dann die entsprechende Klappe öffnen, sodass der Rauch rausgehen kann und die Zuluftnachströmungen aufmachen. Im besten Fall auch Entrauchungsklappen oder dann eben über eine Rampe oder über eine Jalousieklappe ohne Brandschutzanforderung. Diese Klappen AA können natürlich dann auch von Hand besteuert werden. Das heißt, die Feuerwehr hat einen Taster, sodass sie dann auch manuell eingreifen kann und kann sagen, ich möchte diese Klappen jetzt schließen oder die öffnen. Und die Bedingung oder Zeitfaktor hier ist 25 Minuten 300 Grad. So, hier sehen wir mal in der DIN die 12.1.01 Teil 8. Und hier sehen Sie bei der Feuer, wenn ich Feuer bei der Brandschutzklappe, Entschuldigung, feuerbeständig heißt 91S. Das heißt, diese Klappen halten eben 90 Minuten aus oder sind für 90 Minuten geprüft. Und hinten sehen Sie ein Kürzel MA und AA. Das heißt, wir können
in Deutschland sowohl manuelle Aktivierung nehmen als auch automatische Aktivierung. Auch wenn ich so ein System habe, das zum Beispiel für eine Tiefgarage, für eine Entrauchung verantwortlich ist, spricht nichts dagegen, dass Sie dann zum Beispiel sagen, Sie haben einen CO2-Melder da und es fahren jetzt sehr viele Autos rein und Sie wollen diesen CO2-Anfall eben rausbringen, dann können Sie auch Ihre Tiefgarage dann öffnen und im Prinzip eine Zuluftnachströmung dann machen, sodass eben die Luft nicht mehr so belastet ist. So, hier sehen wir, neu eingeführt, wegen auch seit 2012, ist eben die DIN 1201 Teil 8. Hier gibt es jetzt vier neue Begriffe, die gab es vorher so noch nie. So, also im Teil 8 haben wir hier die Entrauchungsklappen. Das ist diese vorliegende Norm. Wir haben zum Beispiel Teil 2 wäre Festlegung natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte oder eben Teil 3 wäre maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte. Und wie gesagt, in Teil 8 haben wir die Entrauchungsklappen. So, hier sehen Sie die Nummer 8. Das sind Entrauchungsleiten für Einzelbrandabschnitte, nennt sich AA. Und also Single heißen die, Entschuldigung, Single heißt innerhalb eines Brandabschnittes. Ich möchte ein Beispiel senden. Wir haben ein Möbelhaus. Das Möbelhaus hat eine Riesenfläche und diese Riesenfläche ist ein Brandabschnitt. So, und Sie wollen aber in diesem Möbelhaus einen Bereich rauchfrei halten als Flucht- und Rettungsweg. Dann können Sie hier Single-Entrauchungsklappen einbauen. Die sitzen dann praktisch direkt mitten im Lüftungskanal und der bläst entweder die Luft raus aus diesem Flucht- und Rettungsweg oder saugt im Prinzip ab, sodass dieser Fluchtweg frei bleibt. Das sind Single-Klappen. Die haben aber, wie gesagt, innerhalb eines Brandabschnittes keine zusätzliche Brandschutzanforderung. Kann dann direkt in den Blechkanal eingebaut werden. Multi ist die Nummer 10. Multi hat immer noch zusätzlich, das sitzt dann entweder in der Decke, in der Wand oder in einem Abzugsschacht mit Feuerwiderstandsdauer oder eben auch in einer Promatleitung. Und da haben Sie dann immer noch zusätzlich, deswegen Multi, Mehrfachbrandabschnitte. Diese beiden Begriffe, wie gesagt, sind neu dazugekommen in der 12.1.1.8 für Entrauchung. So, hier nochmal erwähnt, 3.6, Entrauchungsklappen für Mehrfachbrandabschnitte, Multi, wie gerade schon erwähnt. Das heißt, diese Klappe sitzt entweder in der Wand, kann natürlich auch für Einzelbrandabschnitte verbunden sein, aber sitzt eigentlich in der Regel immer in der Wand, in der Decke oder in einem feuerwiderstandsfähigen Kanal. Einzelbrandabschnitte Single, habe ich gerade schon beschrieben. So, dann der nächste Begriff, habe ich auch schon erklärt, Entrauchungsklappen für Entrauchungsanlagen mit automatischer Auslösung. Das heißt, das System arbeitet erstmal für sich autark. Ganz wichtig auch bei der Bemessung ist, dass Sie das Gebäude folgendermaßen haben. Man geht immer von einem Worst Case aus, Entrauchungsereignis. Das heißt, gegen Brandstiftung wird sich kein Bauherr oder keine Planung macht keinen Sinn, weil das so teuer würden werde, dass das so ist, dass man immer sagt, ein Brandabschnitt und ich habe ein Brandereignis, ein Entrauchungsereignis und eben keine Mehrfach. Und dann wird eben dem Brandereignis Rechnung getragen. Das heißt, da gehen die Klappen auf, wo der Rauch abgesaugt werden muss. Und in den anderen Bereichen bleiben die Klappen zu. Gegebenenfalls geht dann der Brandgasventilator auf, sodass die Rauchschicht dann im Prinzip sich nicht ausbreiten kann und über Dach eben abgeführt wird. So, dann haben wir Entrauchungsanlagen mit automatischer Auslösung und mit manueller Übersteuerung. So, das heißt, diese Klappen haben eine Bedingung, dass sie innerhalb von 60 Sekunden entweder in die Stellung auf oder in die Stellung zu gehen muss. Das heißt, es wird sehr schnell reagiert für das Brandereignis. Das heißt, manche Klappen oder da, wo entraucht werden muss, die müssen aufgehen, die anderen müssen zugehen und das darf nicht mehr dauern wie 60 Sekunden. Und wie gesagt, bitte noch im Hinterkopf behalten, das sind reversierbare Motoren. Das heißt, alle Entrauchungsklappen haben immer einen Motor und zwar mit reversierbarer Steuerung. So, das steht hier auch schon drin. Entrauchungsklappen müssen zwei Sicherheitsstellungen haben, im Prinzip vollständig geöffnet oder vollständig geschlossen. Und der Zweck ist eben, dass man sagt, ich habe brandschutztechnische Anforderungen zu erfüllen, aber ich muss auch dafür sorgen, dass im Brandbereich die
Heißgase aus dem Gebäude rausgeführt wird, um den Leuten ausreichend Zeit zu geben, entweder die Feuerwehr dann anzugreifen oder auch, dass die Leute ausreichend Zeit haben, den Fluchtweg anzutreten oder das Gebäude zu verlassen. Unten noch die Konstruktion der Entrauungsklappe darf keine Vorrichtung enthalten, welche die Stellung der Entrauungsklappe verändern könnte. Das ist aber bei Brandschutzklappen auch so. Das heißt, Sie haben ein geprüftes System, wo Sie sagen, Brandschutzklappe ist Sicherheitsstellung zu. Und bei einer Entrauungsklappe darf es eben nicht sein, dass hier einer noch hinterher von der Sicherheitsstellung eingreifen kann und diese Klappen wieder öffnen kann oder geschlossen werden kann. Also das ist ein System, was ineinander greift. Brandgasventilator geht an, Klappen gehen an und so weiter. So, mit dem Strom habe ich schon erzählt. Das ist also so, wir brauchen im Minimum so ein oranges Feuerwehrkabel. Das ist E30. Das heißt, ich habe ausreichend Zeit, dass diese Klappen geöffnet und geschlossen werden kann. Ganz früher hat man mal zu so Batteriepuffern gearbeitet. Das heißt, da ist noch ein Batteriepuffer reingekommen. Der hat sich dann immer die letzte Stellung oder den letzten Befehl gemerkt, aber damit arbeitet man heute eigentlich nicht mehr. So, die Entrauungsklappen müssen innerhalb von 60 Sekunden, wie gesagt, nach Erhalt des Signals entweder aufgehen oder eben zugehen. So, von der Klassifizierung sehen Sie unten das Beispiel. Wir haben jetzt hier eine Klappe, die nennt sich jetzt E60. Das ist diese Feuerwiderstandsdauer. Das heißt, wir haben EU-Recht. E ist eben, wie gesagt, der Raumabschnitt. Abschluss, das ist E-Etagere, hat sich der Franzose durchgesetzt. Und die Wärmedämmung ist eben I für Isolation. Das ist also die Klassifizierung, dass die Klappe nicht ein F-Klassifizierung hat wie Feuerwehrstandsdauer, was wir früher hatten, sondern jetzt eben I60, I90S. Die Zahl dahinter heißt immer die ausreichende Anzahl in Minuten, bis sie geprüft ist. In der Regel kommen wir zu 99,9% aus mit 90 Minuten Feuerwehrstandsdauer. So, dann haben wir vertikal, horizontal, das heißt, wie darf die Klappe eingebaut werden, ob sie waagrecht oder senkrecht vom Klappenblatt sitzt. Dann haben wir S ist die Leckage. Und dann haben wir das Hinzufügen von 500.000 oder 1.500, beschreibt einfach die Gebrauchstauglichkeit zu diesen Werten von dem Unterdruck. Habe ich ja schon mal erwähnt, wir haben früher einen Überdruck gehabt in den Brandschutztests, das heißt, wo der Brandofen war und die Klappe reinkommt. War früher ein Überdruck und dann haben sie innen 1000, ich sage jetzt mal Grad Celsius, ich müsste aber Kelvin sagen, gehabt innen und außen haben sie 5 Messpunkte und die dürfen im Mittel nicht mehr sein wie 140 K und 5 Messpunkte im Mittel 140. Dann, wenn sie aber einen Messpunkt haben, der zwischen 140 und 180 K wäre, dann brauchen sie aber auch einen, der unter 140 ist, dass sie dieses Mittel wieder schaffen. Wenn Sie das erfüllt haben, dann bekommen Sie Ihr Prüfzeugnis. Wenn Sie es nicht erfüllt haben, dann haben Sie auch kein Prüfzeugnis. So, und das Hinzufügen zum Beispiel von C300 oder C1000 heißt dann eben im Prinzip, dass diese Klappen vorher die Zyklen zum Test haben. Bei einer Brandschutzklappe oder Entrauungsklappe haben wir 10.000 Zyklen, die getestet werden, ob die Klappen eben öffnen oder schließen. So, hier haben wir mal die Produktübersicht von uns. Wie gesagt, Brandschutzprodukte. Wir sind ja beim Thema Entrauchung, deswegen gehe ich hier jetzt drüber weg. Wir haben runde Brandschutzklappen, die kleinsten, also von DN100 bis DN1000, das sind die größten auf dem Markt. Und die eckigen Brandschutzklappen gehen von DN100 bis, oder von 100 mal 100 bis 16 mal 1000. Also auch da haben wir eine sehr gute Größe. So, Entrauchungsklappen. Hier sehen Sie jetzt unser Entrauchungsklappenprogramm. Wir sind auf der linken Seite oder auf der rechten Seite, was Sie jetzt sehen, die SSA1 und die SRA1 sehen Sie, hat oben die Klassifizierung Single. Single habe ich schon erklärt. Single heißt innerhalb eines Brandabschnittes. Das heißt, diese Entrauchungsklappen können Sie nehmen in dem beschriebenen Bereich, zum Beispiel Flucht- und Rettungsweg. Oder wenn Sie sagen, Sie haben innerhalb eines Brandabschnittes eine Klappe, wo Sie öffnen und schließen wollen, können Sie die nehmen. Die können Sie aber auch nehmen als Rauchschutzklappe verwenden. Rauchschutzklappe ist eine bessere Jalousieklappe, aber diese Klappen sind geprüft nach 12.1.1 Teil 8 bis 600 Grad. Das heißt, sie sind eigentlich sicherer und kosten aber auch nicht mehr. Darunter haben wir eine sehr tolle Klappe, das ist die SA1. Wir sind die einzigen Hersteller, die eine runde Entrauchungsklappe haben. Wie gesagt, aber nur Klassifizierung AA, aber auch hervorragend geeignet als Rauchschutzklappe in Rund. Gibt es nämlich nicht auf dem Markt.
Auf der rechten Seite sehen wir jetzt die Multiklappen. Multi heißt Mehrfachbrandabschnitt, Einbau in die Wand, in die Decke oder in den Kanal. Da haben wir oben zwei. SSA2 kommt in die Wand, in die Decke. Bei SSA2L, die kommen in Leitungen. Da ist einfach um die Klappe drumherum noch ein Bromatstreifen, wo Sie dann direkt die Klappe mit dem Bromatstreifen anbringen können. Die SBM2 ist eine Klappe, da ist der Motor in der Klappe gelagert. Das ist ähnlich wie eine Jalousieklappe. Das Klappenblatt ist geteilt und dadurch ist die Klappe baulich sehr kurz. Wenn die baulich sehr kurz ist, kann die dann komplett in der Wand verschwinden und Sie haben zum Beispiel im Einsatz, Flucht- und Rettungsweg mehr Platz, weil eben nichts rausguckt. Ja, die SBA2 ist im Prinzip das gleiche, aber eben als Multi-AA. Dann heißt, dann kann sie eben aus Calciumsilikat, muss sie nicht sein, sondern sie kann eben im Prinzip aus Blech sein. So, dann haben wir Brandschutzklappenmodule, die ich auch verwenden kann. Also nicht für Entrauchen, weil da brauche ich andere Kabel, wo wir dann sagen, diese würden eine GLT ersetzen. Wir können jede Anzahl an Brandschutzklappen machen. Wir können auch 200 oder 300 machen, dann wird konventionell ein Kabel zu diesen Schaltschränken gelegt und dann geht entweder das Lüftungsgerät aus und die Klappe kann auch Strom kriegen, wenn sie einen Motor hat. Oder Sie haben nur die Endlagen, die Sie anzeigen. Ich hatte letztens einen Planer, der hat gesagt, ich habe weder Brandschutzklappen mit Motor noch Brandschutzklappen mit Thermoelement und dann habe ich ihm eigentlich gesagt, brauche die Schränke nicht, weil die kann er sich ins Wohnzimmer stellen, weil ich brauche ja irgendwelche Endlagen, die ich abfragen muss oder prüfen muss, aber wenn ich davon gar nichts habe, brauche ich auch keinen Schrank. Hier haben wir noch auch eine recht interessante Klappe, das wäre jetzt eine Zuluftklappe. Das ist ähnlich wie eine Jalousieklappe. Bei der Jalousieklappe habe ich ja immer einen Motor und dieser Motor steht natürlich außen über. Gerade wenn ich jetzt wieder im Flucht- und Rettungsweg bin für eine Zuluftnachströmung ohne Brandschutzanforderung, dann ist hier extra ein Fach. Unten, diese Klappe ist jetzt praktisch geteilt. Sie sehen ganz unten die Ansicht von vorne. Sie sehen die Ansicht von hinten im mittleren Bild. Und Sie sehen die Ansicht von hinten auch im mittleren Bild. Aber der Motor ist praktisch nochmal geschützt. Da können Sie die Kabel rausführen. Und diese Klappe kann praktisch komplett in die Wand eingebaut werden. Und dann haben Sie eine komplette Klappe, wo nichts rausguckt. So, jetzt gehen wir einfach mal durch. Eine Leistungserklärung. Also Leistungserklärung heißt, wir hatten ja früher von der DBT-Zulassung hatten wir gewisse Vorschriften. Wenn die dann erfüllt worden ist, haben wir ein Prüfzeugnis gekriegt. So, jetzt steht hier dann drin, Sie können das innerhalb der EU von irgendjemandem prüfen lassen. Die Prüfbedingungen, wie gesagt, sind für alle gleich. Und wenn Sie das dann haben, dann kriegen Sie auch ein Prüfzeichen oder ein CE-Kennzeichen. Hier sehen wir jetzt nur mal, das ist jetzt zum Beispiel der Nasseinbau, die Brandschutzklappe von 125 als kleinstes Maß bis 325 in der Höhe und 1000 bis 1225 sind eben Nasseinbau möglich, sowohl in eine Leichtbauwand als auch in eine Decke. Das Klappenblatt selber kann hier bei 120 Minuten nur waagrecht ausgeführt werden. Wenn ich bei 90 Minuten bin, geht das waagrecht und senkrecht. Dann haben wir noch größere Klappen, die gehen sogar bis 2,80 Meter oder 2,80 Meter bis 2530. Diese Klappen kann ich nur in die Wand einbauen. So, und dann haben wir hier den Deckeneinbau, da ist auch immer unterschieden. Dann heißt, diese Klappen von bis 1000 x 1225 gehen eben auch in die Decken. 3 heißt Trockeneinbau, das heißt, ich fülle mit Mineralwolle aus und habe dann im Prinzip kein Vermörteln. Das geht sowohl in Massivwänden als auch leichten Trennwänden. Softeinbau ist was, wo ich sage, ich nehme relativ starke Mineralwolle, die hat 150 Kilogramm pro Kubikmeter, kann ich dann damit auch machen. So, dann sehen Sie mal, wir haben ein sehr gutes Auslegungstool und in diesem Auslegungstool gibt es auch Filme, wo man dann im Prinzip einfach sieht, wie diese Klappen funktionieren. Das heißt, ich nehme das Schutzgitter weg, dann dahinter, das wäre jetzt die SBM2, entfernen Sie die beiden Schrauben und dann können Sie zum Beispiel sagen, Sie wollen die Klappe prüfen oder zufahren, dann können Sie das mit einer Kurbel machen, dann schließen Sie die Klappen.
Und dementsprechend könnte man dann entweder, wenn der Motor kaputt wäre oder eben ausgetauscht wird, kann man den mit zwei Schrauben lösen. Dann guckt man, dass man den richtigen Motor hat. Entscheidend hier ist auch die Kraft in Newtonmeter, aber das ist bei uns berücksichtigt. Dann schrauben Sie den wieder fest, kriegt die Klappe wieder Strom und dann überbrücken Sie die Signale und dann fährt diese Klappe, wie gesagt, wieder auf. So, dann zeige ich Ihnen das nochmal als Film. Hier haben wir eine Klappe gehabt, die ist ausgetauscht worden. Dahinter ist jetzt auch ein Busmodul gewesen. Das heißt, wir haben ein Busmodul, das ist auf der linken Seite. Das entfernt man dann einfach. Dann kann man die Klappen, wie gesagt, schließen. Das muss ich machen, wenn ich den Motor tauschen will. So, dann nehme ich den Motor von der Achse und habe dann eben entweder den alten Motor. Ich muss eben achten auf die Spannung, dass der Motor die richtige Kraft hat und dann kann ich den einfach tauschen und einsetzen. So. Dann habe ich noch mal ein paar Begriffe. Also Flashover heißt im Prinzip, ich habe ein Brandereignis. Flashover würde so sein, dass sich die Heißgase, die tun sich ja praktisch in ein Brandereignis, komplett unter der Decke sammeln, können nicht weg und werden dann im Prinzip immer heißer. Und dadurch, das kann ich ja vermeiden, indem ich eine richtige Entrauchung habe, aber wenn das halt nicht ist, dann würde das so sein, dass diese Raumtemperatur bei dieser Abgrenzung eben bei 500, 600 Grad wäre, da kann ich eigentlich noch gut überleben, wenn ich unten in dem unteren Bereich bin. Aber ein Flashover ist dann schlagartig eigentlich bei 1000 Grad und da hat selbst ein Feuerwehrmann in der Montur keine Überlebenschance mehr. So, hier sehen wir mal die Entstehung oder auch die Temperaturen. Wie gesagt, die horizontale Flammausbreitung im Raum entzünden weitere Materialien. Das ist diese Zündtemperatur, wo ich schon mal erwähnt habe. Und wie gesagt, diese Feuerwalze, man kann das auch dann sehen, wenn dieser Rauch richtig tief schwarz wird, dann wird aus diesem Ereignis, wo Sie diesen tiefschwarzen Rauch haben, wird im Prinzip wie eine Feuerwalze. Und die geht dann mit 10 Meter pro Sekunde oder Minute praktisch komplett durch das Gebäude und macht Beton stabil. Beton ist eigentlich nicht brennbar, aber da passieren wirklich ganz schreckliche Sachen und auch ein Feuerwehrmann kann, wie gesagt, nicht überleben. So, Flashover wird oft verwendet mit einer Rauchgasdurchzündung. Rauchgasdurchzündung ist, ich habe einfach ein Feuerereignis und jetzt hat das Feuer braucht ja oder auch im Prinzip ein Stoff braucht Sauerstoff zum Entzünden. Und wenn wir den nicht haben, dann wird da auch nicht so, dann wird das auch nicht so schlimm sein. Aber wenn jetzt schlagartig jemand eine Tür aufmacht, dann hat das Feuer sofort den Stoff, den Sie so sehnlich wollen, und dann habe ich eine Rauchgasdurchzündung. Und das ist dann eben, wie gesagt, wie so eine Mini-Explosion. So, ich zeige Ihnen mal einen Film. Das wäre jetzt zum Beispiel die Gart wie Rauchgasdurchzündung. Man macht jetzt die der Feuerwehrmann macht jetzt die Tür auf und sie kriegen sofort Sauerstoff in den Raum und dann passiert eben das. Vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, aber das kann passieren. Hier sieht man diesen tiefschwarzen Rauch.
So, und das wäre jetzt, wie gesagt, dieser Flashover. So, hier sieht man jetzt die Heißgase, die sich unter der Decke sammeln. Das Feuer hat immer höhere Temperaturen und auch der Rauch. Und irgendwann wird eben aus diesen Rauchgasen eine höhere Temperatur. Und dann kommt daraus eben, wie gesagt, dieser Flashover. Ja, dann wäre ich für Fragen bereit. Jetzt nicht. Wir wurden gefragt im Vorfeld, ob wir darauf eingehen können, wegen Brandschutz oder Entrauchungsklappen, wegen Wartung oder ich sage Inspektion. So ein System, gerade mit Entrauchung, sollte ich einmal, also im Minimum, also eine Entrauchungsklappe ist eigentlich wartungsfrei. Ich muss halt die Funktion prüfen oder auch dieses Szenario. Mein Brandgasventilator angehen. Es gibt Vorschriften oder ich sage mal Empfehlungen, die sagt, einmal im Monat sollte ich dieses System testen. Wenn dann alles in Ordnung ist, wäre auch alles gut. Ansonsten, wenn ich eine Brandschutzklappe habe und die Funktion nicht gegeben ist, dann muss ich die entweder umbauen oder eben im Prinzip auch erneuern. Ja, schönen guten Morgen aus dem Hintergrund. Hier kam jetzt eine Frage in den Chat. Gibt es auch Vorschriften, für welche Gebäudearten zusätzlich Entrauchung vorgesehen werden muss? Ja, da kommt es dann auf die Gebäudegröße oder auf die Gebäudeart an. Und wie gesagt, das steht dann in der 12.1.1 Teil 8 drin oder in der Musterverwaltungsvorschrift. Da können Sie mal ganz hinten gucken. Da steht dann drin, dass tatsächlich geguckt werden muss, habe ich einen Sonderbau oder habe ich im Prinzip, welche Gebäudegröße habe ich? Also wenn ich eine Tiefgarage habe, dann, also es kommt tatsächlich dann auf die Luftmenge an, wie viel Rauch dann im Prinzip, also bis 1000 Kubikmeter und ich habe kleinere Räume bis 1000 Quadratmeter, kann ich eine maschinelle, also eine natürliche Rauchabzuganlage bauen. Wenn ich dann aber größere habe, dann muss ich eine maschinelle Rauchschutzanlage geben. Das gibt tatsächlich dann das Gebäude her oder es steht im Brandschutzkonzept. Wenn Sie Hilfe bei der Planung geben, können wir die auch gerne leisten, dass wir Ihnen sagen, wir haben eine eigene Carpark-Abteilung, wo wir dann sowas zum Beispiel machen und können dann beantworten, welche Flächen Sie bereitstellen müssen für Nachströmung oder eben im Prinzip auch, wie die Volumenströme der Brandgasventilator auszulegen sind. So, dann würde ich mich bedanken für den Vortrag. Ich hoffe, das hat Ihnen ein bisschen gefallen. Für ein Feedback wären wir auch dankbar oder auch für konstruktive Kritik. Und dann würde ich mich verabschieden.